Das hier. So, wo muss ich denn da hin? Kann ich hier irgendwie rauszoomen? Oh ja, kann ich. Oh, geil. Oh, ist das cool. Nach da oben muss ich. Ja, also das ist, dann teleportiere ich mich hier erstmal wieder weg. Ne? Ich bin ja ohne Boot hierher gekommen, das heißt also, ich muss ja auch irgendwie ohne Boot wieder weg. Das ist natürlich ein bisschen logisch, ne? So, da hinten ist noch ein Gegner. Erstmal lieber nicht. So, dann wollen wir mal, wenn wir schon uns teleportieren, dann nutzen wir das auch aus und teleportieren uns direkt in die Nähe. Ne, wenn, dann machen wir das so. Und Plätze rufen. Ach, soll mal drücken. Oh mein Gott, das klackert alles so. Das ist zwar ein, es ist kein origineller originaler Xbox-Controller, ja, aber das ist einer, der diesen X-Input hat, also ich gebe mich mal als Xbox-Controller aus und werde auch als so einen erkannt, gedöns. Deswegen funktioniert das auch alles. Tasten sind auch alle so angeordnet, wie auf dem Xbox-Controller so, ne, so angeordnet, wie die da so sind. Ja, nur halt ist der im Bereich Klackern ziemlich laut. Deswegen sollte man ihn eigentlich öfters mal hören. Aber mit dem Controller zu spielen ist, also viele Sachen hier in The Witcher mit dem, mit dem Controller ist es schon irgendwie, ist schon geil zu spielen, vor allen Dingen, weil die Steuerung irgendwie ein bisschen besser läuft. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr, sehr starke Gewöhnungssache. Aber wenn man das ein bisschen öfter spielt, dann hat man das schon irgendwann raus. So, was haben wir denn? Mit Hilfe der Hexersinne sollen wir den Grab. Das Grab des. Oh, da haben wir was. Moment. Achso, das ist aber nur hier. Wieder was zum. Wie kann ich looten? Mit A. Und alles neben ist Y, okay. Da, das ist Grab. Das muss Yakamas Grab sein. Leg den Ring aufs Grab. So, das war das. Okay, ich hab's gemacht. So, oh, jetzt blinkt hier übrigens auch nochmal der Ring auf. In Rot. Aber ich kann nichts mit dem Ring machen. Nicht, dass es irgendwie heißt, ich muss den Ring auch nochmal irgendwie benutzen. Weil das wäre natürlich doof. So, zumindest wir haben das geschafft. Ne, also es geht mir auch darum, weil wir müssen zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was. Welches Level sind wir denn? Character. Ach, da oben steht's ja auch. Wir sind Level 10. Wir sollen mindestens Level 30 sein, damit wir es halt schaffen. Ups. Mit dem ganzen Shit. Mit dem Expansion Pack, damit man da hinkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie hinkriege, dass wir in Let's Play noch ins Expansion Pack gehen. Wenn ja, dann machen wir das noch. Wenn nicht, dann gehen wir nicht ins Expansion Pack. Das ist natürlich eine Sache. Das überlege ich mir noch. Aber, Alter, diese Steuerung. Aber, da sind wir halt levelmäßig noch ganz weit von weg. Versteck die Kinder! So, du bist die Frau, ne? Hexer, was führt dich hier? Ja, ich habe deinen Ring hingebracht. Lassie, nicht? Ich will mit deiner Großmutter reden. Mit meiner. Aber die ist seit Jahren tot. Ich habe wohl mit einem Geist gesprochen. Warum wurde sie nicht bei ihrem Mann begraben? Weiß ich nicht genau. Ich war noch klein. Mama meinte, dass Oma kurz vor ihrem Tod erfahren hat, dass Opa fremdgegangen war. Sie wollte nicht neben ihm liegen. Sie hat es sich wohl anders überlegt. Sie wollte, dass etwas sie und ihren Mann im Jenseits verbindet. Hat mich um Hilfe gebeten. Kaum zu glauben. Andererseits siehst du ehrlich aus. Wenn du Oma geholfen hast, hast du eine Belohnung verdient. Hier. Viel ist es nicht, aber ich fürchte, es muss reichen. Okay, damit haben wir die Oma-Quest fertig. 20 Kronen, immerhin. Die letzte Höhlung aktualisiert. Und Quest abgeschlossen, die letzte Höhlung. Ich bin so glücklich. Ja, langsam werden wir Quests los. Das ist, wenn ich hier nochmal kurz auf die. Ah, sorry, ich bin ein bisschen erkältet momentan noch. Wenn ich hier so auf die Map gucke. Ah, mit R hier kann ich auf der Weltkarte. Ah, interessant.
Kann ich so auch wieder zurück? Ja. Wenn ich auf die Map gucke, habe ich hier noch ein paar Bretter, wo ich Quests bekomme. Aber auch nicht mehr so wirklich viel, ne? Hier oben noch, aber da waren wir ja auch noch gar nicht. Hier. Aber wir haben zumindest ganz schön viel abgefrühstückt. Das finde ich ganz gut. Die ganzen Fragezeichen, wie gesagt, machen wir noch nicht, aber machen wir, wenn wir da vorbeikommen. Aber das sieht ganz gut aus wegen den ganzen Quests, finde ich. Das ist in Ordnung, wie wir das hinkriegen. Das leert sich nämlich gerade ein wenig. Also, ich werde, wie gesagt, noch ein paar Quests hier erstmal weitermachen und dann werde ich immer mal hier ein bisschen weitermachen wegen den ganzen Dingern hier. Müssen ja noch Ciris Fußstapfen machen hier auch zum Beispiel. Ne? Das ist auch so eine Quest, die kann man hier leider nicht verfolgen, die man irgendwie automatisch macht. Wir müssen das Ciri noch irgendwie finden. Wir haben mit ihr ja schon einmal gespielt. Aber, ne? Familienangelegenheiten. Ach, wir müssen das Bestarium. Das kann ich ja mal kurz machen. Wie ist ein Bestarium mehr über Fehlgeborenen nach Glossa. Bestarium. Fehlgeburten. Vivan. Treffen wir eigentlich auch nochmal auf echte Drachen, nicht nur auf so Halbdrachen. Fehlgeborenen greifen. Da. Hallo, Fehlgeborene, bla 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 bla. Ich habe hier. Sie sind übrigens wirksam. Also Öl und Axi-Zeichen, ja. So. Der Text, da stand da übrigens, ne? Das ist alles so ein bisschen. Ja, hätte ich vorlesen können, aber habe ich jetzt nicht gemacht. So, wollen wir jetzt einfach nochmal eine Nebenquest machen. Und zwar eine Nebenquest. Oh, das ist natürlich jetzt Stufe 11, ne? Wir sind Stufe 10. Aber wir können es. Moment, was ist das für eine Quest? Es ist interessant. Besiegt den Schmied. Achso, ich dachte jetzt schon irgendwie, dass ich wieder Gewinn spielen muss. Nee, für Gwind, obwohl es ist mal wieder Zeit, Gwind zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Los, lauf! Nehme ich mir mal vor für die nächste Aufnahmesession. Versteck die Kinder! Dann spielen wir mal wieder ein bisschen Gwind, wenn ich das nicht vergesse. Und rege mich dann wieder tierisch auf über dieses verkackte Kartenspiel. Aber, dann machen wir das, dann spielen wir wieder Gwind. Nein, ich hänge fest! Oh nein! Kacke. Aber verkackt. Nö, wohin hier hin? Los, los. Los, los, los. What the fuck? Ja, das ist hier schön, alles schöner Sonnenunteraufgang und Untergang. Aufgang, es ist jetzt gerade da. Alter, es blendet aber mega. Aber das ist halt The Witcher, ne? Da ist die Grafik schon übelst der geile Shit. Muss man ja sagen. Achso, ja, ich kann ja auch normal rennen. So, ist jetzt die Leiste wieder aufgeladen. Ja, zuerst besiegen wir den Schmied, weil das angemarkert ist. Deswegen renne ich da jetzt auch die ganze Zeit die Linie dahinterher, damit wir zum Schmied kommen. Und dann können wir schön viel Spaß haben. Alter, diese übergeile Einblendung da von dem Himmel. Das sieht schon geil aus, Leute. Aber das Problem ist, ich kann nichts erkennen, wenn ich immer da reingucken muss. Wenn ich dann natürlich auch mal hinreite. So, Schmied. Wie komme ich denn jetzt da in diese Ecke? Achso, hier kann ich so durch. Wer hat es gesagt? Ich würde gerne. Der Schmied hier ist der stärkste im Dorf. Sein Kopf würde sich prima.
immer an deiner Wand. Ich würde gerne gegen... Gnade! Hast du den Mumm zu einem Fass? Nein! Ich würde gerne gegen den Schmied kämpfen. Ach, der Waffenschmied. Gute Mutter! Hallo, ich würde gerne gegen... Ich würde gerne gegen den Schmied kämpfen. Beginnt hat. Kann ich das triggern? Gnade! Kann ich bei dir gegen den Schmied kämpfen? Sei gegrüßt. Ich will nicht Gwent spielen. Ich will... Danke. Ich will gegen den Schmied kämpfen. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Wie kann ich... What the fuck? Achso, jetzt bin ich hierhin teleportiert worden. Wie kann ich gegen den Schmied kämpfen? Gute Mutter. Gnade. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Ich glaube, ich muss hier erstmal ein bisschen kämpfen, damit ich gegen den Schmied kämpfen kann, oder? Dann losgehen. 33? Oh, scheiße. Komm, volles Risiko. Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Genau gegen den will ich kämpfen. Dafür sind mir 33 auch wert. Moment. Wie geht das? Wie kann ich kämpfen? Verlieren wir die Nerven. Das kannst du jetzt nicht tun. Schneller Angriff, starker Angriff. Okay, alles klar. Das war nur ein bisschen strange, weil ich wusste nicht, wie man kämpft. Okay, ich tritt dir in die Eier. Oh, das war nur mal knapp. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du Meister von Wählen werden willst, musst du noch zwei Leute schlagen. Jonas aus Schwarzzweig und einen Fischer aus Lindenthal, den man Fischfresser nennt. Ja, ich weiß. Und den Fischfresser, den werde ich jetzt auch... Den werde ich jetzt auch attackieren. So, Plätze. Wir haben noch ein wenig was zu tun. Wir wollen uns noch mal ein wenig prügeln. Denn Prügeleien machen so viel Spaß. Denn ich habe ja als Hexer auch nichts anderes zu tun, als mich zu prügeln. Wow, die Steuerung. Manchmal ist sie echt ein bisschen hart. Oh, die muss ich abbiegen. Ja. Und Quests machen ja auch sehr viel Erfahrung, bringen sehr viel zumindest. Und hier steige ich erstmal ab, weil wir sind Gegner. Ich will nämlich kurz gucken, wie ich hier... So weiche ich aus. Okay, alles klar. Das ist natürlich ein wenig... Ihr wisst schon, muss man mit klarkommen. Dass man mit komplett anderen Tasten auf einmal anfängt zu kämpfen. Vorher macht man noch A und B und so weiter und so fort, ne? Und kämpft damit, steuert damit und auf einmal X und Y. Und dann musst du einfach mal so sofort umschalten, dass du mit X und Y kämpfst. Wenn man das eine Weile macht, dann... Oh, Hilfe. Dann weiß man das auch. Na komm, jetzt. Machen Abgang. Weil ich finde das so geil mit der Vibration. Das sind noch ein paar Gegner, aber ich bin dich mal los. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geblieben.